Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Kampf auf den Dracheninsel, oder genauer gesagt hier um den Abschnitt der Großmeister. Dafür befinde ich mich jetzt hier im Azurblauen Gebirge und zwar bei 1450 bei der gleichnamigen Weltquest, bei der wir Flicke besiegen müssen. Und ja, das Team dagegen zu besiegen sieht die Vogt aus. Wir nehmen hier Vater Winters Helfer mit Eislanze, Schneesturm herbeirufend und Eisgrab, dann Anomalus mit Korrosion, Leere Nova und Giftprotokoll. Und zum Schluss nimmt man am besten ein Drachkin-Pet mit oder einfach Drachkin-Attacken, zum Beispiel Sturmgeboren Welbling mit Schwanzfeger, Mana-Woge und Arcana-Sturm. Da geht natürlich auch Nexus Welbling und an der ersten Stelle kann man auch den kleinen Helfer mitnehmen, der hat die gleichen Attacken. Beginnen wir gleich mal den Kampf. Hier gleich zu Beginn setzen wir das Eisgrab ein, der Gegner sollte hier die Abwehr einsetzen. Dann hier Schneesturm herbeirufen. Und danach die Eislanze, bis das Eisgrab runtergekommen ist. Damit wird halt jetzt dann gleich das Pad betäubt vom Gegner. Wird jetzt dann gleich ausgewechselt. Wir attackieren hier weiter mit der Eislanze. Noch einmal Eislanze. Der Gegner setzt hier Lockvogel ein. Deshalb wechseln wir gleich auf Anomalus. Setzen hier Giftprotokoll ein, um halt alle drei Pets hier anzugreifen. Und dann hier leere Nova, um den Gegner ja eigentlich fast zu töten. Der Rest erledigt dann hier der Dot, ein Pandaren-Drachling. Und auch im Hintergrund stirbt die Götze. Jetzt kann man eigentlich passen oder halt Korrosion, wenn ihr könnt, aber im Normalfall stirbt man an dieser Stelle durch die erste Attacke. Und dann kommt hier Nexus-Welbling oder Sturmgeboren-Welbling in den Kampf. An dieser Stelle einfach Schwanzfeger einsetzen. Bis man halt den Gegner getötet hat. Und ja, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!